Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Mit mir, dem Drake. Und dem Stimmlosen. Ja, dem Stimmlosen, weil ich eine scheiß Erkältung habe und beziehungsweise hatte, und jetzt habe ich immer noch einen riesen Husten, und deswegen habe ich jetzt auf Push to Talk, weil man sonst die ganze Zeit mein Gehuste mithört, und das will keiner, und deswegen kann es sein, dass ich zwischenzeitlich mal abgehackt bin oder man mich gar nicht hört. Und ich laufe es einfach hinterher. Hinterher. War das jetzt gewollt? Hast du da jetzt gehustet Nein, das oder war nicht? nicht gewollt, aber ich habe halt Steuerung Q. Und gleichzeitig nach links laufen ist nicht so einfach. Ich habe nur Ah. 10 Finger Also und fünf an der linken Hand. heute sehr eingeschränkt. Ja, eigentlich bin ich mit diesem Bauplan nicht mehr so glücklich, weil man da nämlich seit irgendeinem Patch nicht mehr durchlaufen kann zwischen Strommast und. Ja, aber I don't care. Jetzt habe ich so angefangen, jetzt wird's so durchgezogen. Und da werde ich böses Blut ernten, ich weiß. Und Hate und. Aber ist mir egal. Meine größere Frage ist gerade hauptsächlich, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir hatten uns das Ganze nochmal angeschaut und hatten irgendwo festgestellt, dass wir irgendwo nicht optimal gearbeitet haben. Freundlich Lass gesagt. doch in Folge 1 nochmal anfangen und dann. Kommt die Armee und baut Okay, ein. was muss ich hier gerade machen? Ich bin gerade völlig überfordert. Ich muss mal ganz kurz auf mein Handy gucken, damit ich weiß, was wir eigentlich besprochen hatten, was noch erledigt werden muss. Ja, also was auf jeden Fall richtig gut funktioniert, ist einfach, dass hier gerade eine Armee an Baurobotern ankam und diese Solarparks hochzieht. Das ist so geil. Solange natürlich noch die entsprechenden Baumaterialien irgendwo vorhanden sind, aber aktuell sind sie das halt glücklicherweise. Für die Akkus sorge ich ja, das ist ja nicht das Problem. Ja, ich sorge für die Solarzellen und. Ich baue es natürlich viel, viel schneller weg, als wir es produzieren können, aber wie jetzt hier nach und nach dieser Solarpark entsteht, ist Weißt einfach du, stark. was wir unbedingt brauchen? Was denn? Abgesehen von Baurobotern. Ich dachte, ich Ja. glaube, wir haben nur irgendwie 12 oder sowas. Ganz dringend blaue Prozessoren. Und wir wollten uns unsere Rüstungen upgraden, damit wir mal auf Alienjagd gehen können. Ja, das mit den Rüstungen upgraden ist schwierig. Warum? Weil. Jetzt möchte ich schon eine ordentliche Na, Antwort. ich guck mal kurz ganz kurz in meine rein. Ich habe in meine noch ein bisschen Slots frei. Vermutlich für das Laufgewehr. Ich habe Ja, nicht mehr das. viel. Da könnte ein Roboter-Ranker rein oder sowas. Wir brauchen eigentlich einen Panzer, bevor wir damit sinnvoll anfangen. Und dann auch Dann die. sollten wir uns doch darum kümmern Und dann erstmal. auch die Wie Panzer bauen wollen wir einen jetzt. Panzer? Wie kriege ich das Menü wieder zu? Ah ja. Und der Panzer braucht halt Munition, die muss man automatisieren. Und eigentlich müsste man halt Bauroboter nochmal automatisieren. Da kommen ja gerade überhaupt gar keine in automatische Produktion. Verbrennungsmotorenbestandteile brauche ich. Das Einzige, was ich hier quasi an Baurobotern beisteuere, ist das, was ich gerade per Hand baue. Aber so richtig automatisiert geht da gar nichts. Was natürlich automatisches Vorrücken mit Tower Defensen oder sonst was schwierig macht. Weil die Gegner spawnen relativ schnell immer aus diesen Basen raus und Sehr schnell. sehr schnell. Also wer sich das bei mir anschaut, es kann auch teilweise passieren, dass ich zum Reden stehen bleiben muss. Das ist furchtbar. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Kann ich das irgendwie so zwischenbauen, dass das ganz cool aussieht, ohne Scheiße auszusehen? Nein. Like this? Doch, doch, da geht noch ein Akkupark dazwischen. So, jetzt lasse ich erstmal meinen ganzen Bauroboter noch frei. Ach, ich drücke jetzt immer I. Zu viel Life is Futile gespielt, ey. Wo sind denn die Bauroboter? Ah, ja, hier. Your life is futile. Bababababababa. 25 neue Bauroboter. Damit haben wir unseren Bestand einfach mal verdreifacht oder so. Habe ich erwähnt, dass ich einen Panzer gebaut habe? Mal so nebenher? Nur ein Wort. Ja, ich kann die auch noch einbauen, so ist nicht. Wer baut die Ammo dazu? Die müssen wir jetzt automatisieren. Ja. Ich einfach an, wie da die Akkus angerollt kommen. Schon stark. Klack, klack, Ich klack, habe klack, noch einen klack. Panzer gebaut. Klack, klack, klack. Also noch nicht, aber gleich. So. Zwei Panzer. Alter, das Wo ist knistert denn ja der gerade bei nächste? mir. Was knistert die Akkus Akkus, die oder sich wie? gerade aufladen, ja. Ah, I Okay. see. So, wir haben jetzt immerhin 29 Megawatt durch die Solarmodule.
Das heißt, wir produzieren zum ersten Mal mehr Megawatt durch die Solarmodule als durch deine Dampferkessel. Warum sind das jetzt meine Dampfkessel? Weil du die alle gebaut hast. Also, wenn ich von den 114 Aha. Dampfkesseln 4 Stück gebaut habe, ist das echt viel. Aber wie gesagt, die sollte man auch stehen lassen für Notfälle, aber nach und nach sollte dann auch die Luftverschmutzung bei uns ein bisschen abnehmen. Ich brauche Das sollte. aber läppische 500 Solarmodule mehr, um deine Dampfkessel ganz abzulösen tagsüber. Nur tagsüber. Nachts über habe ich eh nicht genug Akkus. Ja gut, die laufen ja jetzt produziert, also automatisiert. Das ist, so ist es nicht. Gut. Sprengstoff. Sprengstoff war das nächste mit Waffentechnik. Also ich werde mich jetzt erstmal mit Waffentechnik befassen. Wir brauchen hier explosive Panzergranaten. Jo. Sprengstoff, Sprengstoff. Okay, du baust also Sprengstoff und Panzergranaten für Panzer. Und ich bräuchte eigentlich 10 Prozessoreinheiten für ein Shield. Ah, genau, wir könnten zwar den Kampfanzug bauen, der braucht aber 10 Alien-Artefakte, den muss man halt erstmal besorgen. Und eigentlich müssten wir, wie du schon gesagt hast, blaue Schaltkreise voll automatisieren. Ja, aber da haben wir halt das Problem, dass langsam unsere Rohstoffe ausgehen und wir uns eigentlich nach Norden ausbreiten müssen. Das heißt, als allererstes machen wir viel Dagger. Dacker, Dacker, ja. Oh cool, ich habe hier was gefunden. Da steht Unknown Key Entity Name Laser Bubble. Das soll wahrscheinlich so eine Self-Defense-Dinge Ja, so eine Dinge sein. Self-Defense-Drone. Guck mal ganz kurz runter an unsere. Wo wird denn Sprengstoff hergestellt? Hergestellt. Sprengstoff. Wärmewerfertreibstoff. Hier, Sprengstoff. Aus Schwefel, Kohle und Wasser und zwar in einer Chemiefabrik. Ah, Schwefel, Kohle und Wasser. Schwefel habe ich oben relativ viel. Kohle und Wasser kann man relativ einfach herbekommen. Ich bin mal gespannt, ob das hinhaut. Und wie viel er davon braucht, von dem ganzen Zeug. Das ist natürlich das Nächste. Ja, Dagger-Dagger-Granaten. Okay, das passt, aber hier unten kommt halt unter keinen Umständen ein Flugroboter hier schnell an. Schwefel? Hier unten ist Kohle. Jetzt brauche ich nur noch Wasser und Wasser habe ich hier auch Anschlüsse. Ha! Von Zug 2 Wunderschön. benötigt Effizienzmodule, alle möglichen. Laserturmfeuerrate. Ja, ich wollte ja erstmal die alten Forschungen wieder machen, die sie uns hier quasi kurzzeitig geklaut hatten. Das braucht jetzt alles lila. Das braucht blau. Laserturm-Schadenserhöhung. Das braucht halt noch rot-grün. Das machen wir noch eine alte Forschung. Ja, auch rot-grün. Begleitroboteranzahl. 5 Roboterschaden. Ja, was forschen wir als nächstes? Die Frage, wie zur Hölle kriege ich den Schwefel hier weg? Forsch einfach mal das da. Die Frage ist eigentlich. Also eigentlich bräuchten wir mehr Fluggestelle. Wir wollten aber das hier unten gar nicht weiter optimieren. Erstens, weil es nicht hinpasst. Und zweitens, weil wir sowieso nochmal eine komplett neue Flugroboterstraße im Norden aufbauen wollten. Sobald wir die Bissel da überfallen haben. T, 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 I, T, I, was suche ich? Ah, ich bin zu lange raus. Ich drücke nur noch Tasten, ey. Ich auch. Ich bin gerade echt total planlos, wie ich hier Ein den Artefakt. Schwefel wegbekommen soll. Ach, genau, darum ging es. 10 Da nicht, da Prozessoreinheiten. nicht. Aber ich keine Lust, es hier komplett außen rum zu ziehen, ist ja auch doof. 10 Prozessoreinheiten. Wie viel haben wir hier noch? Oh, wir haben ja 100 Prozessoreinheiten. Wir haben ja sogar noch. Ich Ich habe ja hätte sogar schwören noch. können, dass ich noch Chemiefabriken habe. Hab ja alles da. Nein, nicht doch alle rausnehmen. Hier nehme ich nur ein paar raus. Help! Weiß ich nicht. Mit Rechtsklick nimmst du nur die Hälfte. Ging das nicht, dass man irgendwie gesagt hat. Nein. Doch, das muss doch gehen.
Okay, Chemiefabrik, Chemiefabrik. Ich weiß, bei mir ist es gerade irgendwie furchtbar langweilig, aber ich muss halt echt gerade irgendwie überlegen und gleichzeitig mich mit der neuen Steuerung und furchtbar. So. Ja, jetzt habe ich halt 13. Das müsste passen. Genau. Ein Energieschild. MK2. Da gönnt er sich. Apropos gönnt er sich, ich fand, wir hatten noch mal die Diskussion mit dem hier, wie heißt's, Chemiker oder Chemiker. Ja. Und da hat der Gönner hat auch immer gesagt, der sagt, er hasst Leute, die Chemiker sagen, also so Leute wie mich. Den Typ mag ich. Ja, aber er hat auch gesagt, er weiß, dass er nicht Chemiker sagen darf, aber er sagt selber Chemiker. Es Gelegentlich. ist kein Das Chemiker, ist. richtig, es ist ein Nein, das ist. Chemiker. Apropos, mir ist noch was zu dem Thema eingefallen neulich. Wie sagst du Chamäleon? Schreibt man ja mit Chamäleon, CH. weil danach ein Ja. A kommt. Aha, so. Ausnahmeregeln. Ich verstehe. Ist mir jetzt im Französischen oder wie? Man sagt ja auch Chor, weil danach ein O kommt. Oder Chlor, weil danach ein O kommt, obwohl ein L dazwischen ist. Genau. Du mich auch. Ja, na irgendwie, ich diskutiere das ja mehrfach mit Menschen, immer mal wieder. Und irgendwie kann man da so eine leichte Regel entdecken. Immer merkst du, dass du falsch liegst, so. Bei O ist es fast immer ein K. Chor, Chlor, so viele Wörter mit Und jetzt CH fällt und dir O schon nichts fallen mehr mir ein? nicht mehr ein, nein. Ah, da mangelt es eher an den Worten mit CH und O. Bei CA ist es halt auch Chamäleon und mit CA fallen mir halt auch nicht so viel ein. Schade. Was man aber normalerweise nicht mit CH schreibt. Also schon, aber da ist meistens noch ein S davor. Bei I offensichtlich auch, weil man sagt ja Christoph. Ja. Und Christian. Also kommt bei I vermutlich auch. Also ist vermutlich sogar eh die einzige Ausnahme. Mir fällt nämlich auch nichts Und ein mit. deswegen sage ich einfach weiter Chemiker und Chemie und Ja, Chemie. und ich bin jedes Mal sauer und sag, nee, mach mal nicht so. Und Could you dann fucking not? machst du trotzdem und wir sind alle glücklich. Nein, ich habe hier. Also doch, aber. Kann man hier mal eigentlich das Robonetz erweitern? Noch ein Stück. Ich bin schon mittlerweile bautechnisch so faul, dass ich echt am Überlegen bin, so kurze Strecken, wo ich Schwierigkeiten habe, die Robos oder die Fließbänder zu legen, dass ich es nicht einfach direkt mit Robotern mal liefern lasse. Ja, apropos mit Robotern liefern, was ja hier noch gar nicht alle wissen, aber man vielleicht doch schon mal sagen kann, ist, dass hier tatsächlich direkt eine zweite Staffel geplant ist. Und Yeah! zwar mit dem Release So hype! 013. Und vermutlich sogar, auch wenn das noch in Planung steht, mit einem dritten Kollegen. Da muss man mal gucken. Aber da habe ich planende Pläne in Planung. Und wir würden dann das sogenannte Main-Bus-Prinzip ausprobieren. Also alles das, was wir heute nicht, also diesmal nicht probiert haben. Main-Bus-Prinzip ist quasi nichts anderes wie eine Hauptleitung oder eine quasi Pulsschlagader, die sich durchs ganze Lager zieht. Und man nach oben und unten einfach immer nur die Produktionsgebäude abzieht. Das ist so ein Prinzip, nachdem er, welcher jener da mitspielen wollen würde, doch recht gerne baut, recht erfolgreich baut und dachte mir so, ja, why not? Wenn er da Ahnung hat, wenn er damit Support providen kann. So, jetzt testen wir mal was, Leute. Jetzt testen wir was. Und zwar drücken wir I. Nein, E. Ach, ich drücke die ganze Zeit I. Das fand ich jetzt so lustig, dass ich husten musste. Danke. Nein, jetzt hat er gespeichert. Was bist du für ein Nein? Ah! Was bist du für ein Nein? Der Nein? Ja, er hatte gerade ungünstigerweise gespeichert. Wie kriege ich jetzt raus, ob das ein Quadrat ist? Ich verlasse mich auf mein bloßes Auge und sage, das ist jetzt ungefähr. Also, ich verlasse mich auf mein bloßes Auge, da muss ich dazu sagen, dass ich so gut wie blind bin hier, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Dabei hast du dir erst eine neue Brille gekauft. Das hat Ich damit sag's immer nichts zu wieder. tun. Ich sehe gut, aber ich bin dennoch nicht. Ich werde nicht besser im Schätzen dadurch. Ist denn der Betögen eine Anbieterkiste? Nein, der ist ja noch eine Eisenkiste. Da ist aber ein Fail im Denksystem. Das wird direkt ersetzt.
bin jetzt gespannt, wie viel Kohle der Sprengstoff braucht. Ach, ich hatte ja noch eine. Klack. Das ist ja noch ein langsamer Roboterarm. Would you please und so weiter. So, jetzt habe ich mir nämlich einen Bauplan für Beton gemacht. Jetzt drücke ich hier einfach nur noch Katscheng. Katscheng. Und dann ist es. Ich sehe unten, wie die Anzahl der nicht verfügbaren Katscheng. Roboter rausrattert. Ey, innerhalb von wie vielen Sekunden hast du sie auf 400 gebracht? Über 400, 550. Du bist doch irre. So. Wie im Osten. Ja, man sagt es den Ossis immer nach, sie hätten viel mit Beton gebaut, aber wenn man da halt sich mal umguckt, kann man zumindest nicht sagen, sie Haben Sie hätten es nicht recht? versucht. Boah, wie die Roboter, ich liebe diese Roboter. Sie sind jetzt einfach so in Schwärmen unterwegs und wir haben ja bei weitem nicht so viele wie manche andere Kollegen. Wie viele Bauroboter haben wir eigentlich im System? Also solange die Roboter nicht irgendwann anfangen, ihren Sinn zu hinterfragen und Wir sich zu haben denken, irgendwie, 64 wir sind mehr Bauroboter im sind. System und fast 2000 Logistikroboter. Also Schon cool. dafür, dass wir kein voll ausgestopftes System haben, an die uns Roboter produzieren, läuft das echt verdammt gut. Jo. Wir könnten übrigens zeitnah Probleme mit Beton kriegen, weil uns die Steinvorräte da unten ausgehen, aber schauen wir mal. Wir haben jetzt mittlerweile Strommasten auch im Inventar, oder? Ja, ist auch im System. Du brauchst einfach mal mit der Maus über Wunderschön. eine beliebige Kiste gehen, da siehst du es. Aber ja, Strommasten sind im Ja, ist keine, System. Dingens hier in der Nähe. Umspannwerke sind im System. Beton ist im System. Akkumulatoren, Solarzellen, alles im System. Jetzt dann bald kommt noch die Panzermunition sind im System. Ich sehe übrigens gerade, mein Energieschild sollte fertig sein. Und ich passe das jetzt auch noch da rein. Oh, das ist aber klein. That's what she said. Investiere ich jetzt lieber in noch zwei Batterien oder in noch ein Shield? Bei der Batteriekapazität 1,5 Megajoule und 5 Kilowatt Solarmodulleistung, aber was ich an Verbrauch habe, sehe ich nicht. 36 Kilowatt. Glaube, ich baue mir noch ein zweites Shield, because I'm greedy. I'm greedy, I'm greedy. Ich kann es mir nicht bauen, weil ich keine Prozessoreinheiten habe. Greedy. Das habe ich Okay. jetzt schöner gelöst, als ich dachte hier. Das war furchtbar schlecht. Ich entschuldige mich hiermit bei allen Offizier für diesen Versuch des Gesangs. Solltest du auch. Ja, dafür. Eigentlich, nee, eigentlich nicht mal das. Eigentlich gehöre ich dafür nur noch verprügelt und weggesperrt. Können wir dann gerne mal in Angriff nehmen. Ob du in deiner Verfassung in der Lage bist, sowohl das eine als auch das andere umzusetzen, ist die große Frage. Ja, ich will jetzt mal. Es sprach, war ja nicht die Rede von mir, oder? Ach so, naja, deine Frau muss jetzt aber auch nicht schicken. Die hat einen gemeinen rechten Haken. Glaube ich. Ich meinte ja damit auch nicht, ich meinte das ja eher nicht negativ. Wie lange braucht die jetzt? Also meine Frau braucht Nein, ungefähr zu dir noch eine Dreiviertelstunde. die Prozessor verteuer spricht schon so, als wäre sie losgefahren. Ey. Ich glaube, ich sperre ja mal die Tür ab. Zack, in der Nähe, soll jemand mal aufmachen. Ey. Nein! Es gibt einen Autosort in Factorio. Das Spiel ist so schade. Autosort ist doch was Gutes. Nein, in dem Fall nicht, weil ich eigentlich 2x50er Stapel haben wollte und er schiebt sie zu einem 100er wieder zusammen. Aber weißt du was? Ich baue jetzt einfach hier mal Ding, das, so und den Rest schieb ich hier wieder rein. Da stirbt dran. Und irgendwo habe ich doch bestimmt mal eine Lagerkiste. Ne, natürlich nicht. Wir haben jetzt eine passive Anbieterkiste mit Sprengstoff drinnen. Das Leben ist schön. Und wir sind jetzt übrigens auch wieder schon bei 19 Minuten. Das heißt, ich habe in den ganzen 19 Minuten gerade mal geschafft, zwei Fabriken füllt mit Sprengstoff zu bauen. Ich bin unterwältigt von mir selbst. Du hast jetzt aber nicht versucht. Nee, okay. Ne, habe ich nicht. Nee, Einfach so ich dachte, pauschal. mein Spiel hat jetzt hier Dinge versucht. Ja, Logistikroboter laufen, aber die Bauroboter halt überhaupt nicht. Ich müsste irgendwie mehr Fluggestelle rauskriegen.
Bloß hier ist leider das Band zu Ende und hier kriege ich es nicht durch. Und ach, das ist doch alles scheiße. Würde ich jetzt so nicht behaupten, dass alles scheiße ist. Sonst würden sie das Spiel nicht mehr spielen. Ja, es, vieles ist hier gerade echt grenzwertig. Auf dem Shitometer. Auf der nach oben offenen Scheiße-Skala. Ja, so sieht's aus. Ah. Weißt du was, ich rupp die Bauroboter-Produktion hier unten einfach ab. Die kriegt eh niemals nicht ein Fluggestell. Seid froh, dass ihr mal rumgehust und wieder hält. Hoppla, ich habe gerade einen Strommast gekillt. Wird er jemals wieder Strom liefern können? So wie es aussah, war der auch noch wichtig. Aha, eine ganz große Sache, die wir noch automatisieren wollten, waren die besseren Förderbänder. Und Lampen. Ja, Lampen sind ja easy. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass Steuerung Q, Umschalt Q irgendwie die Auswahl deines aktuellen Items wieder aufhebt? Das ist ja total bekloppt. Ja, aber wir sind, wie du schon festgestellt hast, hier erstmal am Ende unserer kleinen Episode. Ich will jetzt hier noch die fertig bauen. Lass mich. Ja, ich gucke hier meinen Robotern beim Beton verlegen zu. So, das ist was Entspannendes für meine Zuschauer. Wenn man jetzt mehr hätte, wäre das natürlich noch cooler, aber Bauroboter werden kommen. Es müssen ja noch viel mehr kommen. Geht ja gar nicht anders. Wir haben jetzt vier Produktionen für Sprengstoff. Oh, das Das ist selbst sollte dann genug, auf ja. Dauer irgendwie reichen. Dann brauchen wir halt nur noch ein paar mehr Produktionen für die Waffen, für die Munition dann am Ende auch da draus, aber. Wird schon direkt in eine passive Anbieterkiste gelagert. Das heißt, wir können uns das nötigenfalls irgendwo mal abgreifen. Okay. Und dann ist gut. Wie viel haben wir jetzt da drin? Warte mal kurz. Ja, schon 50 Sprengstoff. Jetzt mehr. Das ist eigentlich die Idee, wie ich da unten die Krise bewältigt kriege. Jetzt muss ich dann doch nochmal was nachgucken. Dann kann ich hier unten doch noch mehr Geflugstelle einziehen. Ich habe hier eine passive Anbieterkiste mit Elektromotoren, sollten die jemals zu voll werden. Aber stattdessen mache ich das lieber in eine passive Nachfragekiste. Aber das könnte man theoretisch auch nächste Folge tun. Das werden wir auch nächste Folge tun. Von daher machen es Macht's gut. gut. Bis nächste Folge. Machst du Ciao. Kugeln rein. Ciao. Genau.